meinem Kanal. Ich bin der Sevels und ich nehme euch wieder mit auf eine kurze Reise in Weilheim. Es ist jetzt ja der letzte Schrei auf Steam. Und wir erkunden einfach jetzt hier mal ein bisschen so die Map und was wir halt wo irgendwie finden. In den letzten Folgen habe ich ja schon ein Haus gebaut und einen eigenen Surfer aufgesetzt, damit man auch immer hier ein bisschen Multiplayer spielen kann, eventuell, wenn jemand Lust hat. Ein Fisch. Fischi, Fischi. Kann ich mal nicht fangen. Und wir schauen jetzt einfach mal, was es hier so alles gibt. Stein. Stein. Weil Rohstoffe sind ja extrem wichtig. Jetzt haben wir schon alles gesammelt. Ja, kann man noch einiges sammeln, denke ich mal. Soll man vielleicht auch eine Axt zum Holzhacken nehmen? Ah, ich könnte was zu essen vertragen. Okay. Essen wir mal noch eine Beere. Also die Bären können da echt nicht unterschätzen. Die bringen schon einiges.
Das Harz braucht man immer wieder mal zum Feuer machen oder für Fackelbau. Auch sehr wichtig. Das Spiel hat schon irgendwo seinen Charme, auch wenn die Grafik, sag ich mal, etwas altbacken aussieht. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier steht.
Okay. Also Tiere zähmen kann man anscheinend auch. Der Rabe schon wieder. Den haben wir jetzt schon eine Weile immer gehabt. Also warum der Rabe mir immer das alles erklärt, wenn ich schon selber rausgefunden habe. Das ist ein Geheimnis des Spiels, das ich noch nicht erkundet habe. Und du komische Kreatur.
jetzt sind wir mal wieder zu Hause. So, das haben wir wieder gegessen. So. Stein rein.
Was gibt's hier Neues? Verlassene Hütte.
das bauen wir uns hier. Kleines Haus. Wir sind ja schon ein ganzes Stück weg. Und um die ganze Karte zu erkunden. Ja, was geht denn hier? Was stimmt du für ein Geist? Echt? Ich sag, wir machen hier ein kleines Haus. Werkbank, so die brauche ich auch. Machen wir doch mal eine Werkbank. So. Jetzt will ich aber nichts mehr hören. Schweinchen, was macht ihr hier an meiner Werkbank? Ich glaube, es hakt. So.
So, wo kommt die Tür hin? So. Holz. Echt jetzt?
Ist der jetzt noch drauf? So, das ist jetzt erstmal repariert.
So, passt besser. Was soll das essen? Ja, zu Fleisch. Hallo, Miss. Thank you.
so die letzten zwei Nixenschwänze und dann sind ist man da auch schon wieder mit dem Essen relativ gut beisammen. Wenn wir auf die Karte schauen, ne? Ist schon ein Stück zu unserem Hauptquartier. Müssen wir mal gucken, dass wir upgraden. Zehn Feuersteine, die sind ja krass, ey. Für einen Speer. Bisschen arg heavy.
So, jetzt schlafen wir mal. Lass mal uns geruht sein. Schweinchen, 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 wo bist du denn? Da. Also wie gesagt, Futter können wir nie genug haben in dem Spiel. Was auch so geht es, ne, mit dem Haus. Das ist, sag ich mal, die Dackelgarage-Version. Also, kannst du nur rein und fertig. Aber für ein Bett, für ein Feuer schon langt. Oh, der Schwarzwald. Schwarzwald, das ist ja hier in Deutschland. Zinn. Kann ich auch nichts anfangen mit.
voll die Gnome hier, oder nicht? Wieder so eine Dackelgarage. Auch eine Siedlung verfallen. Es war noch relativ frisch.
ist. Hm? Müssen wir wieder ein bisschen was kochen. Aus, ja, ein bisschen sind wir schon rumgelaufen. So, jetzt holen wir uns noch ein paar Ressourcen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Weil es wird schon langsam dunkel. Ja, und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ich wieder in Weilheim mich ein bisschen rumtob. Und mir die Map anschauen. Und dann würde ich mal sagen, bleibt gesund und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn ihr Bock habt. Also dann, bis dann. Ciao.